Ja, Marco Trovatello heiße ich, arbeite für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, bin da für die Online- oder Digitalkommunikation zuständig. Heute ist Tag der Raumfahrt, Tag der Luft- und Raumfahrt hier in Köln beim DLR und wir veranstalten heute ein sogenanntes Social Space. Also viele, also der Teilnehmer oder Space Tweeps, wie wir die getauft haben damals, haben das als so eine Art Initialzündung empfunden. In dem Sinne, dass wir, das habe ich heute Morgen, glaube ich, auch bei der Einführung gesagt, mit so einer Art Space-Virus infiziert haben und viele da danach nicht mehr davon losgekommen sind, das aber auch durchaus in einem professionellen Sinne. Das heißt, Leute haben daraufhin an der International Space University Masterkurse belegt. Viele haben ihre Space-Karriere sozusagen begonnen, teilweise in PR- oder Kommunikationsjobs. Das hat für viele so ein Wandel bedeutet und für uns hat es jetzt im DLR und bei ESA, denke ich, auch einen Wandel in der Art und Weise, wie wir heutzutage unsere Inhalte kommunizieren, bedeutet. Also es ist quasi der Vorstoß einer ansonsten am Rechner sitzenden Digitalkommunikation betreibenden Abteilung in den Eventsektor, wenn man so will halt. Also man macht's, also das Prinzip ist relativ einfach. Man klingt sich idealerweise an eine Veranstaltung, eine große, wie ja den Tag der offenen Tür, Tag der Raumfahrt ran, bei dem sowieso viel passiert, also sprich viele Inhalte da sind und dann setzt man halt ein maßgeschneidertes Programm auf, holt sich in spannende Redner, die spannende Dinge aus der Raumfahrt erzählen und letztlich ist es so, dass die Teilnehmer so nach auf eine Art wie eine Pressekonferenz 2.0 in Echtzeit sozusagen die Inhalte rauskommunizieren und man selber richtet eigentlich dann nur noch das Event aus und steuert die Inhalte bei. Ja, ich bin Simon Simsalen bei Twitter. Ich komme aus Dortmund. Und warum ich hier bin? Ich bin schon irgendwie vor 2 Jahren bei diesem ersten Space Tweetup, das es hier gab, habe ich mich beworben, wurde auch genommen und bin da vom Space Virus infiziert worden und seitdem irgendwie voll dabei. Und wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. So grob interessiert für Raumfahrt und alles, was da so dranhängt, habe ich mich eigentlich schon immer. Ich meine, ich kann eigentlich nicht verstehen, warum man sich für sowas nicht interessieren könnte, weil das ist so eigentlich das, was am weitreichendsten ist, was die Menschheit so geschafft hat. Und da hat man irgendwie eine natürliche Begeisterung für. Und da habe ich mich einfach mal, weil ich auch so im Internet relativ viel unterwegs bin, für dieses Tweet-Up beworben. Und und da war irgendwie so eine Begeisterung und da hat sich auch so eine Community entwickelt, auch unabhängig von diesem Event, so drumherum haben sich dann noch ganz viele, weil auch so aus der ganzen Welt Leute kamen, hat sich dann Tag vorher, Tag danach, hat die Community noch Events für sich noch organisiert und auch das Event an sich, das hat mich dann irgendwie so begeistert und man hat wirklich Freunde gefunden und das hat mich dann so mitgenommen und da bin ich dann ja dabei geblieben und war bis dahin, ich habe es gar nicht so richtig gezählt, aber ich glaube auf 5, 6, 7 kleineren Tweet-Ups überall in Europa und da hat sich so viel entwickelt. Das ist wirklich ein großes Hobby von mir geworden, kann man sagen. Also es gab quasi vor 2 Jahren, von dem ersten großen Tweet-Up, gab es einfach so ein Treffen, wo man sich gedacht hat, man ist in Köln, klar, da trinkt man Kölsch irgendwie, wir treffen uns schon mal vorher, da kann man sich ein bisschen kennenlernen. Da gab es diese Space-Kölsch-Geschichte, das war dann so das Hashtag dazu. Und das hat sich dann irgendwie auch so auch entwickelt, dass Leute nach diesem Tweet-Up gesagt haben, ach, lass uns mal wieder treffen. Und da hat man sich dann hier und da, meistens in Köln, manchmal auch in Darmstadt getroffen, zu vielleicht kleineren Events oder wir haben dann mal irgendwie hier größere Radioteleskope besucht, die hier in der Nähe sind und auch alles privat organisiert, mehr oder weniger. Einfach so, weil die Leute Lust hatten, sich mal wieder zu treffen und was zu erleben. Dann gibt es halt noch diese Space-Up-Geschichte, die eigentlich aus Amerika kommt. Und da, was eigentlich auch so ein Space-Freak-Treffen mehr oder weniger ist. Und da haben sich halt auch ein paar Leute gedacht, ach, das können wir mal in Europa machen. Das haben dann hier ein paar Leute aus der Community organisiert. Ein paar davon sind auch hier in Genk, nennt sich das, glaube ich, in Belgien. Und da war es dann auch eine 2 Tage Konferenz, Meeting. Da sind dann teilweise auch wirklich Astronauten und Experten hingekommen. Ohne Auftrag, einfach weil sie privat auch Lust dazu hatten, was natürlich super beeindruckend ist. Und da hat man sich dann auch wieder getroffen. In Paris gab es dann noch ein Space-Up, wo ich leider nicht hin konnte, was dann wirklich auch im ESA-Hauptquartier war. Also die unterstützen die Community dann auch ziemlich gut. Und
Ja, und so gibt es immer größere und kleinere Sachen, die wirklich aus der Community kommen. Und das ist schon echt faszinierend, was sich da so entwickelt. Eigentlich ist es relativ interessant, weil viele, ich sag mal so Communities, die man im Netz hat, die bleiben dann auch eher so im Netz. Und oder wenn es so zu Veranstaltungen im Real Life, sage ich mal, irgendwelche Facebook-Gruppen gibt oder so, dann ist es oft so, dann hat man die Facebook-Gruppe, dann wird das drüber organisiert und vielleicht ein, zwei Tage später danach schreiben noch ein paar Leute, auch war ein schönes Event, alles cool, und dann ist diese Gruppe auch quasi nicht mehr frequentiert. Hier habe ich das immer ganz unterschiedlich erlebt, zum Beispiel diese Space-Tweet-Up-Gruppe, die es von vor 2 Jahren noch gab, die ist immer noch super aktiv, da tauschen die sich Leute auch privat noch aus, wenn irgendwelche Ereignisse sind, die so space-related sind, dann schreibt einer, hier, habt ihr das schon gesehen, hier ein neues Video da, und das ist wirklich zu einer ganz aktiven Community geworden, und man merkt auch wirklich, dass diese Leute auch wirklich Lust haben, ja, sich dann so auch immer wieder im Real Life mal zu treffen und dann diese Veranstaltungen selbst organisieren, ohne dass es da wirklich einen Hauptorganisator gibt, dass dann wirklich, da bilden sich dann immer so kleine Grüppchen, die dann gerade das Potenzial haben, die Zeit haben, und sagen, hey, lass uns doch mal wieder treffen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied und es festigt diese Sache. Also man kennt viele Leute natürlich aus dem Netz. Und wenn man die dann wirklich im echten Leben nochmal trifft, sag ich mal, das festigt das natürlich schon. Man kennt sich schon und man kann sich irgendwie einschätzen. Also sich im echten Leben zu treffen, da werden dann wirklich teilweise auch echte Freundschaften draus. Und das ist schon eine wichtige und gute Sache, die da auch echt unterstützt wird, sag ich mal. Mein Name ist Eiko Neumann, ich komme aus Frankfurt und bin heute am Tag der Luft- und Raumfahrt unterwegs, um Neues, Interessantes und Menschen zu treffen. Die Aktivitäten, also zum Beispiel, das liegt mir natürlich persönlich sehr am Herzen, das Space Up, das erste europäische, was stattgefunden hat, circa ein Jahr nach dem ersten Space Tweet Up, wie es da noch hieß. Und ist jetzt genau ein Jahr her, wo wir ein Event organisiert haben, bei dem es kein Programm gab und sich einfach Weltraumbegeisterte jeglicher Couleur getroffen haben und kleine Arbeitsgruppen gebildet haben und über Themen gesprochen haben. Im Prinzip Socializing. Ja? Das heißt, also Gleichgesinnte haben sich getroffen und haben über Themen gesprochen, die ihnen am Herzen liegen. Da gab es Leute, die haben über Astronomie gesprochen, wie man am besten Aufnahmen von Deep Sky-Objekten macht. Dann gab es wiederum Leute da, die konnten unheimlich toll erklären, wie man aus einer Cola-Dose oder einer Bierdose ein Sonnenteleskop bastelt. Und wieder andere, die haben von ihren Erlebnissen erzählt, von anderen Events, wie das Spacefest in den USA und so weiter und so fort. Und man hat also am Anfang einfach sein Thema gewählt, hat es auf eine Tafel geschrieben und dann haben sich genügend Leute gefunden und dann hat man darüber geredet. Und wenn sich nicht genügend Leute gefunden haben, dann gab es halt ein anderes Thema. Und so hat sich das einfach entwickelt. Social Media war in gewisser Weise der Startpunkt, denn so viele Gleichgesinnte aus so vielen verschiedenen Ländern zu treffen, wäre, glaube ich, über normale physisches Treffen nicht möglich gewesen. Das heißt, man hat sich kennengelernt, ausgetauscht über Social Media. Aber die persönliche Komponente ist auch ganz wichtig. Also gerade solche Events wie das Social Space oder Space Tweet Up, Space Up, sind unheimlich wichtig, um die Leute auch zu treffen, die dahinter sind, um sich auch über andere Themen auszutauschen. Also von daher, für mich gibt es da kein Entweder-Oder, sondern die existieren beide zusammen und sind beide wichtig. Im Prinzip, wenn ich mal dieses Jahr so Revue passieren lasse, mein Jahresurlaub ging bisher nur für solche Events drauf. Das klingt jetzt negativ, nein, ich habe ihn darin investiert. Jede freie Minute, wo man unterwegs ist, selbst unser Urlaub, den wir häufig in den USA machen, wir kennen inzwischen so viele Leute, man war dann egal wo und da gab es jemanden und dann hat man sich getroffen abends, hat über Space und nicht-spacige Sachen getroffen. Also für mich hat sich das in den letzten 3 Jahren, muss man sagen, ich war schon ein Jahr vor den europäischen Space Socials aktiv, hat sich das komplett in die Richtung bewegt. Ich bin Katrin, ich komme aus Bochum und bin einfach nur zu Besuch, weil ich nicht zum Social Space eingeladen wurde, leider. Ich bin da so ein bisschen reingestolpert, als vor 2 Jahren das damals noch Space Tweet Up hier abgelaufen ist beim DLR. Und seitdem hat man dann doch so einige Sachen erlebt, viele Leute kennengelernt. Man war zum Beispiel in Belgien beim Space Up und
hat verschiedene Events mitgemacht, man hat mit André Kuipers telefoniert und was, also es ist teilweise richtig unverständlich, was daraus geworden ist mittlerweile. Also wie groß die Community geworden ist, auch dadurch, dass aus allen Ländern die Leute gekommen sind, auch zu Events in Deutschland. Es ist einfach so aus privatem Antrieb sozusagen. Und also es sind sehr viele sehr interessiert in Raumfahrt und Technik und allem, was dazugehört. Und es ist so eine Herzblutsache für manche schon geworden. Also die fahren dann in die USA und besuchen NASA-Tweetups und gucken sich Shuttle-Starts an, die jetzt leider nicht mehr passieren. Und es ist sehr familiär. Also manche nennen es auch tatsächlich Space Family, weil man sich eben so gut kennt, dass man, egal wo man sich trifft, das ist wie nach Hause kommen, fast schon. Also man trifft sich auf den Events, aber man bleibt sehr in Kontakt übers Netz. Also man twittert miteinander, man trifft sich auch mal außerhalb der Events oder man trifft sich einfach mal auf ein Bier. Das ist auch schon einige Male passiert. Oder man macht spontane Events. Also es gab mal ein Tweet-up in Nordwijk bei der ESA, das einfach spontan beschlossen wurde, wir machen das jetzt. Und das war ohne offizielle Genehmigung und ohne offizielle Erlaubnis. Aber es hat sich dann so weit entwickelt, dass dann die ESA doch gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, weil ihr hierher kommt sozusagen. Und das ist dann auch ein schöner Antrieb zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal, ohne dass wir offiziell eingeladen werden. Ja, es hat mein Leben insoweit verändert, dass man unglaublich viele Leute aus unglaublich vielen Ländern kennengelernt hat. Und mittlerweile kann man nach Frankreich fahren und man kennt Leute da und man kann vielleicht auch mal da übernachten. Oder es kommt jemand mal zufällig aus den USA nach Deutschland und hoch, dann trinken wir doch mal ein Bier zusammen. Und plötzlich ist da so ein sogenanntes Space Kölsch und man trifft sich halt mit plötzlich 30 Leuten und dann kommen noch alle möglichen anderen Leute dazu. Ach, ich wohne in den Niederlanden, ich fahre mal eben kurz vorbei. Also das ist so der Spirit irgendwie. Egal, nur einfach, jemand muss sagen, ich bin hier und dann organisiert sich das meistens alles von selbst.